Hallo liebe Kinder, ich bin der Peter. Klingt komisch, ist aber so. Heute klären wir, was wir nach diesem Stift alles machen können. Klaus baut ihn gerade zusammen. Auch er freut sich, dass dieser Stift fertig geworden ist. Doch was macht man eigentlich mit den restlichen Teilen? Auch Klaus stellt sich diese ziemlich schweren Frage, doch er hat auch keine Lösung. Also was machen damit? Was kann man damit machen? Keiner hat eine Lösung, aber vielleicht der Donty. So, lasst uns beginnen. Als erstes braucht ihr einen runden Bleistift. Dann zweimal die HGG-Kappe. Und dann natürlich einen Grip von einem anderen Stift oder eben in dem DHGG-Grips. So, jetzt haben wir die Teile da. Jetzt kann es losgehen noch. Als erstes nehmt ihr den Bleistift und tut die HGG-Kappen vorne und hinten oder hinten und vorne draufstecken. Und dann vorsichtig bitte mit dem Hammer drauf hämmern. Immer schön darauf achten, dass die Kappen schön gerade drauf sind. Immer nachkorrigieren, dann wieder weiterklopfen, bis sie einigermaßen drin sind und nicht mehr rausgehen können. Also mit roher Gewalt. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber von allen Seiten mal drauf und dann passt es. So, jetzt nehmt ihr die Beißzange und macht einmal die Clips weg. Ihr könnt es auch wegbrechen oder mit anderen Sachen. Ich habe es mit der Beißzange gemacht. Oi, da habe ich überhaupt keine Kraft. Aber es geht schon. So, dann habt ihr diese schönen Clips auf beiden Seiten weg. Na, da brauche ich wieder ein bisschen länger hier. Na, wird es was? Ah, der beißt sich aber hier fest. Okay, jetzt geht's weiter. Ihr nehmt die Pfeile, müsst das erste oben diese Clips entfernen. Die restliche Stück bloß mit kleinem Druck nach oben oder so, dann hüpfen die schon raus. Und dann geht's an die Pfeilarbeit. Ihr müsst natürlich schauen, dass das schön eben ist, beziehungsweise schön rund, weil es ja rund. Am besten ihr feilt schön langsam, immer schön die Hand mitbewegen, dass auch rund bleibt.
unten keine Fläche drauf entsteht. Natürlich auch schön in Graten, dass kein irgendwie Spieß vom Kunststoff noch dran ist und ihr verletzt euch dann beim Spinnen oder so. Das wollen wir ja nicht, wie jetzt hier. Schön entfernen, schön in Graten. Dauert natürlich ein bisschen länger bei mir, denn der schnellste bin ich ja auch nicht mehr. Für ein Don't, die muss man schon Zeit haben. So, jetzt scheint es dem Ende zuzugehen. Ja, so. Jetzt kann man natürlich mit dem schon spinnen, aber natürlich Infinities und so ein Krampf kann man natürlich nicht damit machen, ne? Also nimmt man den schönen Grip. Man teilt ihn natürlich in der Mitte auf und schneidet ihn durch. Geht natürlich mit den HGG Grips genauso. Dann hat man diese beiden Teile und jetzt tu mal auf den einen Ende diesen Grip wunderschön draufstecken. Das dauert natürlich wieder, Grip, auf wo man irgendwo draufstecken muss, das dauert ja ewig. Also lasst mir bitte auch ein bisschen Zeit. Ist ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber scheint eigentlich ziemlich schnell zu gehen. Ui, ein bisschen Zweig rutscht, ja. Gut. Haben wir mal die eine Seite fertig. Dann kommt natürlich die andere Seite dran. Weil mit einer Seite ziemlich schlecht ausbalanciert, würde ich sagen. So, da dauert es ein bisschen länger. Da ist wahrscheinlich der Grip ein bisschen enger. Wer weiß. Aber es geht, es geht. Oh, schau, schau. Der Dounty schafft es, einen Dounty zu machen. Unglaublich, aber wahr. Gut. Nachdem sind wir eigentlich soweit fertig dann, würde ich mir sagen. Also, halten, spinnen, daran erfreuen, dass man die Reste verwertet hat. Viel Spaß, und jetzt kann man natürlich verschicken. Aber man muss natürlich nicht. Also, ein bisschen spinnen, ein bisschen rumspinnen, spinnen, spinnen, das andere spinnen, das tue ich sowieso. Ich habe verpacken hier noch ein bisschen. Dich. Das ist komplett anonym. Oh. Ich hoffe bloß, dass dieser Stift nicht bricht. Einer ist mir noch schon gebrochen auf der Post. Ah, ja, voll ist auch noch das Paket hier. Da muss man sich ganz vorsichtig reintun, die Sachen. Ja, und jetzt habt ihr eigentlich schon genug gesehen, Kinder. Jetzt wird's Zeit, um auszuschalten. Ausschalten. Tschüss. Tschüss. Immer noch da. Ausschalten, ausschalten. Ciao.